Hi Leute und willkommen zu einem weiteren Let's Play von Secret of Mana. Ja, wir haben eine lange Pause gehabt, es waren die zwei Feiertage dazwischen. Ja, und mir ist etwas aufgefallen. Deshalb habe ich die Videos nicht hochgeladen, die wir vorproduziert haben. So, ich laber erstmal den Typen hier. Wir kommen aus Pandoria, um die Hexe Tura zu bekämpfen. Ja, ich weiß. Na, ja, versuchen wir die zu bekämpfen. Ja, aber müsste der nicht dennoch abhauen? Hier kommen wir bekämpfen, ja. Ja. So, das ist Oberzagen. Unsere Mission ist sehr gefährlich, aber wir werden es schon schaffen. Ja, vorher ist die Hose voll, deswegen ja. Ja. Mit einer Peitsche können wir die Abkürzung zu Tura Schluss nehmen. Ja, und da, die braucht man später auch. Soldat, Oberst, Hagen, antreten. Hagen? Komm, Kompanie, Marsch. Ah, jetzt. Ich musste alle anlabern. Ja, komm mal schon, beim Remake war das nämlich nicht gewesen. So, weil sonst kriegt man eine bestimmte Szene nicht. Die sind, glaube ich, jetzt hier drin und mit der Peitsche, was er gelabert hat, das nehme ich. Was wir hier mit dem Schwert. Ja, ich hocke jetzt gerade auf mein DS, DX und da tue ich immer einen bestimmten Knopf drücken, damit ich renne. Ja. Deshalb heißt jetzt den Angriff. Jetzt muss ich mich ein bisschen umgestalten, umgewöhnen. So, jetzt gehen wir erstmal in den Dings und haben jetzt diese Szene. Weil die habe ich da bei dem Dings vergessen gehabt. Ja. Auf geht's, Angel. Na ja. Achso, was war das? Eingeblieben? Ah ne, da war bloß der Ton weg. Ja. So, da einmal. Die Rätsel gehen noch. Ja, die sind ein bisschen durch den Wasser planschen. Da. So, und das ist so eine Art Priesterin. So, und jetzt, hey Süße, wo ist diese Aquaria? Wie? Wie peinlich. Hallo, Ryptia. Ja, schön dich mal wiederzusehen. Willkommen. Das soll Aquaria sein, die 200 Jahre alt ist? Ja. Aber ziemlich jung noch. Ein hübsches Sahneschnittchen, warte, Digga. Sieh an, das Schwert sieht aus wie das Mana-Schwert. Jupp, Schnuckeschehen, das ist es ja auch. Ach, sie labert immer das selber, jetzt muss ich glaube ich den wieder anlabern. Ich will nicht dich anlabern, Süße. Sieht aus wie eine Elfen, ja. Ja. Aquaria, überall sind Monster, dieser Junge hat gerade eines erledigt. Ich weiß. Dann sollte der ein bisschen mehr zählen. Eines? Naja. Ebb und Flut brachten mir bereits die schlimme Nachricht. Ne, Ebb und Flut. Die Mannerkraft wird immer schwächer. Deshalb können die Jungs auch das Schwert. Konnte der Junge auch das Schwert aus dem Stein ziehen. Das wiederum erweckte die Monster zum Leben. Noch mächtigere Monster versuchen die Kraft des Mana-Schwertes zu stehlen. Erst wenn diese Monster besiegt sind, kannst du das Mana-Schwert mit Hilfe der Waffen-Orbs wieder reaktivieren. Den ersten Orb hast du bereits von... Achso, Sichelanbeter erhalten. Das war ja das Vieh, was... Ja, das Insekt im Dorf, also wo er runtergegangen ist. Wo der eine vor Angst da fast sich da im Boden verkramt hat, wie so ein... Ja. Naja, ein Storch macht das... Ne, ein Strauß macht das ja nicht wirklich, seinen Kopf zu verkramen. Ja. Der will einfach, ein Strauß will einfach nicht wissen, was da passiert, deswegen. Doch es gibt noch mehr solcher Orbs mit Mana-Energie für das Schwert. Suche jemanden, der mit den Orbs dein Schwert stärker machen kann. Einer der Zwerge. Sind diese Zwerge. Mit den Bärten.
Aber es waren immer Zwerge für spezielle... Ja, weil die die schönsten Bärte haben und da geht's nun mal am besten. Ja, ich dachte, weil die so begabt sind, weil die gerade für ihre Schmiede berühmt sind. Und für ihre Bärte, deswegen ja. Naja, mit dem Bart kannst du schlecht schmieden. Das heißt, du kannst dein Bart abnehmen und dann so einen Hammer machen, wie bei One Piece. Aquaria hat mich alles gelehrt, was man wissen muss. Also, ich habe bei One Piece nicht gesehen, dass einer sein Bart abgenommen und dann mit dem Hammer. Aber es gibt Fähigkeiten, wo man mit Feen oder sowas richtige Waffen und sowas können die da machen. Ich erfuhr von ihr über die Mana eure Energie, die unsere Welt beherrscht. Ja. Begib dich in Imperium Victor. Sie planen, die Mana-Festung zu reaktivieren. Meint ihr etwa die Festung, die in der Legende die Welt zerstören wird? Ja, die meinen wir. Das ist kein Märchen. Das Imperium versucht, sie wieder zu reaktivieren. Das Imperium schlägt zurück. Jetzt erst recht. Ein bisschen wie Avatar hört sich das an, dass das nicht hier die Feuernation ist. Die sehen ja. Sie auch als Imperium. Das Imperium berichtet die Siegel, die zum Schutze der Mana-Samen da sind. Mutter hat letztens, ich glaube vorgestern mit mir Avatar den Film angeguckt. Also den Realfilm meinst du ja? Ja, nicht zu empfehlen. Ja, den habe ich sogar auf Blu-ray, ich fand den auch nicht. Das Komische ist, die DVD ist etwas schärfer als die Blu-ray. Die Blu-ray hat irgendwie ein leichtes Rauschen. Ja, aber das Problem ist bei den Dings, da wurden einfach ein paar Szenen und alles von der Serie nachgedreht und zusammengeflickt. Der Film war wie so eine Art Patchwork-Deckel. Ja, so eine Art Best-of. Ja, also das war gar nicht gut. Genauso, ja. Aber am schlimmsten sind die Dragon Ball Realfilme. Ja, vor allem damit die Feuerbändiger, das war ja der größte Quatsch. Die brauchen Flammen, um Feuer zu bändigen. Außer der General Iro. Der General da, der, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, der, da kommt schon der Onkel von Zuko, der konnte so. Und dann zum Schluss hat er Feuerleute gesagt mit den Kometen von Yosis oder wie das wieder hieß, habe ich schon wieder vergessen, ich habe schon lange nicht mehr geguckt, Avatar. Können alle anderen denn auch bändigen ohne Feuerflamme? Dabei hat dieser Komet die Feuerkraft bloß verstärkt. Weil die konnten so oder so schon Feuer so aus dem Nix bändigen. Also vollkommener Quatsch. Also der ist nicht so empfehlen, der Film. Sie haben es auch schon auf den Samen in diesem Palast abgesehen. Dann ist Pandora auch in Gefahr. Oder was meinst du, Aquaria? Stimmt, Victor. Geht am besten gleich dorthin und warnen die König. Okay. Und du, Angel, gehst zum Elfenteich. Die Zwerge, die dort leben, produzieren die besten Waffen weit und breit. Aber im Elfenteich, ja, da baden normalerweise Elfen, ja. Und keine Zwerge. Naja, wer weiß, was sie da mit den Elfen machen. Vielleicht kann einer der Zwerge auch dein Schwert mit dem Orb stärker machen. Mit einem stärkeren Schwert erhöht sich auch deine Kampfkraft. Ach nein. Hätte ich jetzt nicht gewusst. Ich habe gedacht, man muss Protein essen. So, jetzt lass mich an deinen Samen. Oh, er soll. Bla bla bla. Hä? Warum mich? Warum hat es gefallen? Bla 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 bla. Ja, ich weiß. Hä? Na gut. Und jetzt berühre den Samen. Ah, wollte ich gerade sagen. Selbst war das. Den ersten Mana-Geist kriegt man jetzt. Ich glaube, das war der Wasser. Für einen kurzen Moment sind das Schwert und der Samen ineinander verschmolzen. Du hast den Mana-Samen mit dem Mana-Schwert versiegelt. Von jetzt an richtet sich alle Kraft dieses Samens nur auf dich. Und zwar egal, wo du dich gerade aufhältst. Es gibt insgesamt 8 solcher Mana-Samen. Du musst sie alle versiegeln.
Hier hast du eine Lanze, die wurde früher von Mana Redem benutzt. Lanze erhalten. Ah ne, im Wassertempel gab es ja den Wassergeist. Ja, sie wird durch Benutzung immer stärker, ähnlich wie das Mana-Schwert. Übrigens, es gibt noch weitere Waffen wie diese. Suche überall danach. Ich gebe dir die Kraft. Das Spiel speichern? Ja, natürlich. Sollte man immer machen. Ja. Zunächst solltest du zum Elfenteich gehen. Dort musst du nach dem... Was war das? Lava-Tempel. Achso, Lava-Tempel suchen. Südlich von hier liegt die Stadt Pandora, durch die du gehen kannst. Achso. Oh nee, was hat denn das jetzt für Nutzen, dass die Treppe runtergeht? Die andere kommt die Ene dann nicht mehr raus. Hm. Ha! Jetzt musst du da drinnen verhungern. Ja, ich bin böse. So, jetzt würde ich sagen, wir jetzt erstmal Schluss für dieses Spiel. Ja, und du levelst erstmal den Stab ein bisschen auf, dass du den, wenn du ein Opfer findest, gleich voll machen kannst. Ja, das ist aber auch sinnvoller, glaube ich, weil es nur ein anderes Punkt. Da will ich mir eher erstmal die Zeit für das Schwert nehmen, glaube ich, für das Mana-Schwert. Weil ich ja den viel so mit den Orbs dann verstärke und wird dann eh noch stärker, das Schwert, als die Lanze. Auf jeden Fall durch müssen wir jetzt so durch diesen Teleporter durch, war das, der links ist. Nee, geht nicht, ich habe da keine Peitsche. Ah ja, genau. Jo, zum Wassertempel, genau, da müssen wir jetzt halt. So, wir waren eben beim Wassertempel. So, jetzt sage ich erstmal, glaube ich, jetzt ist erstmal Schluss. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Danke, dass ihr zugeschaut habt und euch mal fett reinhaut.